Dieses Ding ist ziemlich stark. Ich versuche mein Bestes. Bei Angrosch. Das bin ich. Ja. Mein Atem geht ruhig. Sturm über Wasser. Na klar. Ja. Candidus. Dieses Ding ist stark und es hat untote Qualme bei sich. Das ist nicht gut, dass hier so viele Qualme jetzt auch noch auf einmal sind. Rückzug wäre die beste Art jetzt erst einmal, aber ich schätze mal, die Tür geht hinter uns gleich zu in der Cutscene. Zertauber! Ein Mann! Dieses Unleben ist frevel. Nein, die Tür ist noch offen. Diese kleinen Scheusale sind offenbar die reinsten Zauberer. So, jetzt hoffen wir einfach mal, dass uns die Räume nicht auch noch folgen. Aber tun sie, jedenfalls. Okay, alle von ihnen irgendwie gefühlt. Okay, weiter zurückfallen lassen. Okay. Ihr nutzt die Zeit, um euch Waffen zu verstärken. Folgt mir. Furax. Du sprichst einen Armatrutz. Yandra, du sprichst einen Armatrutz. Bis jetzt ist es nur der Zyklop und kein Golem, der uns gefolgt ist. Aufpasst! Für Ardo! So, wir haben auch Stufe 15 erreicht. Hat dann Bogge müsste auch Stufe 15 jetzt erreicht haben. Ein Zwerg, ein Bock. Hiebwaffen. Schwerter. Lass das mal Vorgrim machen. Sanja. Bogen können wir nicht. Folgen. Armbrust können wir auch nicht. Okay. Zyklopenschädel.
Dieser recht große Schädel hat nur eine Augenhöhle. Er ist definitiv zyklopischen Ursprungs. Mhm. Puh. Also ja, die Geräume scheinen sich entweder in Luft aufgelöst oder zurückgezogen zu haben. Ich versuche mein Bestes. Mein Atem geht hoch. Yandra Aika. Thorax. So. Wir sind voll geheilt. Also ja, die Gräume stehen noch hier rum. Aber ohne ihren Zyklopen. Aufgepasst! Na klar, jetzt wird's ernst. Deceptio. Ja. Du machst mal eine Klingenwand. Die sollte ich wirklich öfter benutzen, die Klingenwand. Also erhöht nämlich die Überlebenschance. Aufgepasst! Bei meiner Acht! Lass das mal vor. Sturm über Wasser. Ein Schwert, so. Mach mal die Vergiftung hier wieder weg. So. Okay. Meint ihr? Pogrim, du kannst mal alles, was hier so wertvoll aussieht, einsacken. Lass das mal Pogrim machen. Das bin ich. Und dann nehmen wir uns jetzt den Helm. Oder auch nicht. Ach, weil wir erst den Monolithen wohl benutzen müssten. Hier? Kriegen wir den Helm. Ihr Flammenhelm, das ist mein Helm. Ja, die Drachenschwester, jetzt erinnere ich mich wieder. Meine Reise, sie führte mich hierher. Hier entdeckte ich die vergessene Geschichte des Krieges gegen die Gräume. Aber was habe ich gesucht? Du musst Argoram, Sohn des Arthurscham sein, einst Streiter der Drachenquest und legendärer Träger des Flammenhelms. Xorgorax berichtete mir von dir.
Warst du vielleicht auf der Suche nach dem adamantenen Herzen? Du wurdest wohl hier eingeschlossen, weil du keine weitere Scheibe für das Portal zurück nach Urlosch hattest, richtig? Nehmen wir mal die Eins. Pivar, das ist mein Name, mein Name. Endlich weiß ich wieder, wer ich bin. Erinnerungen kommen zurück. Ja, dann kommt das, was wir gerade hatten. Mit warst du vielleicht auf der Suche nach dem adamantenen Herzen? So vieles sehe ich noch unklar, aber ich weiß, dass ich die Türen der Zyklopen mit dem Schlüssel aus dem Portalraum öffnen wollte, um das zu finden, wonach ich auf der Suche war, als plötzlich er zornig aus der Wand fuhr und nach mir griff. Du meinst er, der den Schatz bewacht? Was für ein Wesen ist das genau? Er ist der Herr aller Groll, mein zorniger, wahnsinniger Geist, der noch immer seine Krone trägt. Viel mächtiger als diejenigen, die du bis jetzt begegnet bist. Ja, er entriss mir nach furchtbarem Kampf den Flammenhelm, das Amulett meiner Geliebten Angroscha, die Scheibe für das Portal und auch zwei der Zyklopenschlüssel. Nur den letzten konnte ich vor ihm verstecken. Also hast du nur einen Teil der Höhle erforschen können. Hast du die anderen Schlüssel nicht wiederfinden können? Nein, nein. Nichts konnte ich mehr erforschen. Im Sterben lag ich, die Wunden bluteten, die er mir geschlagen hatte. Doch ich klammerte nämlich an mein Dasein und wurde zu einem Geist, um diejenigen warnen zu können, die mir dereinst folgen würden. Sei mir Dank, treuer Geisterfreund. Schau, das ist der Schild des Fendral, mein Gewinn aus der Drachenquest. Ebenso wie du bin ich ausgezogen, das adamantene Herz zu finden. Und ich werde das Werk vollenden, das Orakel uns Streitern aufgetragen hat. Aber was wird nun aus dir? Nun, zum ersten Mal seit Jahrhunderten fühle ich etwas wie Zuversicht. So sollst du auch der neue Träger des Flammenhelms sein, den du den Gräumen schließlich wieder entreißen konntest. Du bist in der Tat auf dem Weg, mein Werk zu vollenden. Es ist nicht mehr weit. Ich werde dich in der Portalhöhle erwarten. Ja. Bereich tiefe Höhlen von Guldur geschlossen. Kehre nach Murolosch zurück. Mir bleibt nur zu hoffen, dass die Teleporterscheibe der Schlüssel für den Weg nach Murolosch ist und nicht irgendeine andere unbekannte Höhle führt. Ja, finde den Flammenhelm. Bringe das Amulett zurück. Aber die... Ah, die Teleportscheibe habe ich auch schon. Diese Obsidianscheibe passt exakt in eine der unregelmäßig geförmten Öffnungen der Säule einer Teleporterplattform. Sie führt zurück nach Murolosch. Und ja, ich kann endlich den Flammenhelm aufziehen. Helm der Flammen. Der Träger ist immun gegen Feuerschäden und durch magische Weise wird die Klugheit und Intuition des Trägers beflügelt. Also jeweils ein Punkt. Sehr gut. Und ja, auch die Teleportscheibe konnte ich schon ergattern. Ich weiß nur nicht wann. Ja, finde eine Teleportscheibe. Ich habe die Obsidianscheibe gefunden, die notwendig ist, um den Teleporter wieder in Betrieb zu nehmen. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass der Teleporter uns damit an einen bekannten Ort zurückbringt. Ja. Ist die Frage, dürfen wir einfach jetzt hier raus oder kommen noch mehr Grolme? Das hier ist nochmal eine Wendeltreppe. Große Wendeltreppe voller Grolmgeister. Lass das mal vorgehen machen. Also das führt ziemlich weit nach unten. Ja, ich bin einfach mal einmal rumgegangen, um zu gucken, ob irgendwas hier ist.
Hier sind geschwärzte Flecken. Hier gab es wohl auch Explosionen und alles. Aber ja, bevor wir weitergehen, alles klar, lesen wir mal.